So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton sollte da sein. Diese Woche könnte es hier jetzt mal ein bisschen volatiler zugehen. Der Anfang ist definitiv gemacht. Die US Futures. Hier ist der S&P 500 Index in der Indikation. Lief leicht zurück, allerdings eben hier auch noch über diese Unterstützungszone. Ob hier zum Beispiel nach Bruch dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie schon Druck reinkommt, könnte sein. Allerdings dann hier unten müssten der Index dann für schnelle 15, 12 Punkte gut sein. Das wäre auch im Dow Jones dann rund 100 Punkte. Wo es richtig volatil zugeht, war jetzt hier in der Nacht beim Silberpreis. Der hat hier in einem Rutsch die Unterstützung gebrochen. Ist dann bis auf ein Tief von 1870, 75 zurückgefallen. Und da liegt in meinen Augen eine wichtige Unterstützungslinie bei 1850 rund. Da darf er jetzt nach einer Erholung nochmal zurückfallen. Theoretisch wäre auch ein Rückfall noch, aber wirklich dann nur temporär, also Intraday, auf die 18-Euro-Marke oder auch noch hier auf diese Unterstützungslinie. Aber für mich war jetzt hier die 18,50 das Wichtigere. Beim Gold, das hält sich hier, der Goldpreis hält sich noch besser. Da ist eigentlich noch kein wirkliches Verkaufssignal generiert worden. Wenn ich jetzt hier den Pfeil weiter rüber schiebe, der Bruch fand auch hier der Aufwärtstrendlinie erstmal statt. Allerdings liegt hier eben eine wichtige Zone noch bei 1330 Punkten. Sollte natürlich hier der Goldpreis das Verkaufssignal generieren. Deswegen sind eben auch noch die unteren Ziele vorher wurden sie ja die Ziele genannt. Aber es muss ja nicht komplett gleich laufen. Silber ist ja auch extrem besser gelaufen. Könnte sich dann eben auch hier weit oberhalb der Marke dann eben auspendeln. Dass ein direkter Anstieg vielleicht stattfindet, wenn der Goldpreis natürlich fällt, eher nicht. Aber in der Zone dann eine Seitwärtsbewegung. Mit immer wieder möglichen Versuchen, dann die 18 US-Dollar-Marke nach unten zu knacken. Aber ich denke, auf Schlusskursbasis wird die 17,85 halten. Oder sollte halt halten. Pfund gegenüber australischer Dollar sieht weiterhin gut aus. Tanzt hier auf der Oberkante des Rainbow-Indikators rum. Teilgewinne sollten ja schon lange gesichert werden, also hier ist auch jetzt ein Nachziehen des Stops, entweder direkt hier oder eben mal an die Ausbruchskante möglich. Was haben wir sonst noch hier? Da bin ich eben jetzt gespannt, dann wie die US- oder halt die Minenwerte reagieren. Da werde ich nachher noch ein paar analysieren und dann auf den Desktop stellen. Mal schauen, wie sich da die Situation ergibt bei den anderen. Hier wurde es ja schon ausführlich am Wochenende dargestellt. Jetzt wäre hier wirklich unter 43 US-Dollar womöglich eine größere Korrekturbewegung denkbar. Aber da sich das immer noch alles gut hält, kann sich das auch nur hier bis zu dieser Unterstützung gehen. Beim DAX diese Indikation hält sich hier weiter über dem EMA 200 im Stundenchart und wichtige Unterstützungen dürften jetzt hier bei rund 10.420 Punkten liegen. Und dann schauen wir eben das auch noch auf Xetra an.
Da gibt es hier den 4-Stunden-Chart. Hier liegt eben noch ein offenes Gap bei 10.366 Punkten. Und gleichzeitig dann hier die Abwärtstrendlinie. Also wenn es jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen eben passiert, dann wird hier mit einem Gap Close und mit einem Pullback an die gebrochene Abwärtstrendlinie eine sehr gute Unterstützungszone würde sich hier ergeben. Und im Moment, auch wenn Amerika natürlich ein bisschen stärker noch korrigieren könnte, dürfte das eine sehr gute Auffangszone sein. Ich schaue nur gerade, also ja, müsste sich halt dann eher der DAX natürlich gegen ein bisschen relative Stärke aufbauen und der Index hier, der S&P, darf auch noch ein Stück eben tiefer fallen. Aber erstmal muss mehr oder weniger sowieso dann hier der S&P 500 Index erstmal ein Verkaufssignal generieren und der DAX erst einmal die ja, 10.500 Punkte nach unten durchbrechen, eben hier die Unterstützungszone, damit er überhaupt hier nach unten laufen kann. Im Moment sieht es ja noch nicht so aus, obwohl eben die US-Futures ja relativ schwach sind. Was hat hier noch der Hang Seng gemacht? Der hat jetzt hier diese Kerze jetzt mal bestätigt. Hier dürften jetzt noch ja, rund 500 Punkte mindestens dürfte der Index jetzt fallen auf diese Unterstützungszone von 22.200 wäre hier mehr oder weniger ideal. Der Nikkei konnte sogar leicht zulegen. Da wie gesagt, hier sieht das Chartbild eben anders aus. Stopp hier noch auf das Tief kann gesetzt werden, wenn man hier jetzt nicht verkauft hat oder auch nicht hier an dem Rücklauf. Und ab ja, wieder mit dem Bruch dieser 16.800er Marke kann man auch den Stopp dann auf dieses Tief setzen. Sonst Allianz ist ja ausgestoppt. Airbus wurde ja kurz vorgestellt. Sonst gibt es eigentlich im Moment nichts Interessantes. Danke fürs Zuhören und dann bis später.